Neue X-Rate-Einladungen sind rausgegangen. Außerdem mal eine Pokémon-News, die nicht spezifisch für Pokémon Go ist. Und ein paar andere Dinge, damit gesagt, wenig Pokémon Go. Wir fangen an. Jawohl, man konnte sich die Uhr mal wieder danach stellen. Niantic hat neue X-Rate-Einladungen rausgeschickt. Und da gab es diesmal ein paar interessante Beobachtungen, die man anstellen konnte. Im Hintergrund wird PewDiePie übrigens, glaube ich, bisschen Gameplay aus dem Schweizer Garten, Arsenal und so, kleines Nest zeigen. Dazu sage ich dann später noch was. Aber wir hatten ja jetzt durch Ingress diese Limbo-Portale, es sind alle freigegeben worden, die eben auch akzeptiert wurden. Und einige Leute haben berichtet von 10, 11, 12 neuen Pokestops, teilweise auch Arenen in ihrer Umgebung. Und interessanterweise haben manche Leute jetzt schon X-Rates für eine Arena erhalten, die es wortwörtlich erst seit gerade eben gibt. Also vor, keine Ahnung, 2 Tagen oder so kamen die. Und gestern die X-Rate-Einladung, also direkt einen Tag darauf. Finde ich sehr interessant. Also man sieht, man kann im Prinzip, wenn die Arena die Erfordernisse, nein, die Bedingungen erfüllt, dann kann man im Prinzip überall zu jeder Zeit und direkt sofort und was auch immer eine Einladung erhalten. Für mich gab es leider keine. Ich muss sagen, ich hätte schon ein bisschen darauf spekuliert, denn besonders diese Woche war ich sehr aktiv, teilweise Solo-Raids, speziell bei X-Raid-Arenen und ansonsten auch einige Latias-Raid-Touren. Aber okay, ich meine, zweimal hintereinander muss ja nicht sein. Ich setze mal aus und dann vielleicht bald wieder und irgendwann bekomme ich dann eventuell auch mal ein gutes Mewtwo. So, dann haben wir ja aktuell den Zwischenfall, ist eigentlich gerade ein heißes Thema, vor allem in der englischsprachigen Community. Spoof-Accounts oder Schummel-Accounts allesamt gebannt. Es sieht wohl nach wie vor nach einem permanenten Bann aus. Kurioserweise aber lese ich hier einige Kommentare, dass wohl Spoofer einen Pass erhalten haben sollen, aber sich nicht einloggen können. Also, ja, man bekommt ja die Notification, zum Beispiel auch, wenn man die Push-Benachrichtigungen anhat, also so, als ob man eine SMS erhalten würde, steht dann beim Handy, Pokémon Go, du hast eine, was auch immer, ich habe es noch nie gesehen. Warum eigentlich nicht? Habe ich die Push-Benachrichtigungen gar nicht? Auf jeden Fall, genau, und die Spoofer haben mitbekommen, oh, ich habe eine Einladung erhalten, versuchen sich einzuloggen, oh, ich bin ja gebannt. Das kann auch Nachteile haben jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, eine Arena in einem Dorf, wenige Leute, 10 Einladungen gingen raus, oder sagen wir, 7 Einladungen gingen raus, 3 davon ans Spoofer. Das kann eng werden. Ist jetzt natürlich nur ein erfundenes Beispiel von mir, aber genau, ich verstehe es aber nicht so ganz. Einerseits will Niantic die Accounts bannen und andererseits, warum können die dann noch X-Rate-Einladungen überhaupt erhalten? Das weiß wohl niemand so genau, aber okay, ist vermutlich dann doppelt ärgerlich für die besagten Personen. Das mal dazu. Und dann, ich wollte irgendwie drüber quatschen, ich bin zwar kein Pokémon-News-Channel oder was auch immer, aber Game Freak, die haben wohl eine neue Wortmarke registriert, nämlich Ultra Shiny. Das hat jetzt eben nichts mit Pokémon Go zu tun, denn besonders wenn irgendwas Neues in die Pokémon-Welt im Allgemeinen kommt, dann darf man damit in 5 Jahren in Pokémon Go rechnen. Ich meine, wir haben noch so viele Dinge, die es eigentlich gibt in den Pokémon-Videospielen, die in Pokémon Go noch längst nicht da sind. Und von daher nur ein paar Wörter. Züchten, PvP-Kämpfe, zigtausende Bären und andere Bälle und also da muss noch so viel kommen, bis wir mal was erhalten. Aber auf jeden Fall, das ist kein Witz. Die Wortmarke Ultra Shiny wurde registriert. Jetzt gibt es natürlich wildeste Spekulationen. Was könnte das sein? Hat es etwas mit Shinies zu tun? Ich meine, das Erste, woran vermutlich jeder denkt, ist seltenere Shinies. Denn Ultra, also ein Ultraball, ist ein Hyperball auf Deutsch. Und das ist immer das Seltenste. Pokéball, Superball, Hyperball und Shiny, dann fehlt vielleicht ein Super-Shiny und Ultra-Shiny. Ja, eine seltenere Version von Shinies. In den herkömmlichen Videospielen begonnen hat es ja so
Die Chance 1 zu 4000, ich merke es mir nie, 4016, 4096. Man muss nur 16 mal 16 mal 16 rechnen. Und dann wurde es irgendwann mal ein bisschen vereinfacht und dann sind neue Möglichkeiten hinzugekommen, wie man seine Chance auf ein Shiny erhöhen kann. Und so, ich meine, wir bei uns im Pokémon Go haben bei weitem nicht so eine seltene Chance. Man weiß es zwar offiziell nicht, aber besonders bei einem Community Day würde ich eher die Chance auf 1 zu 100, wenn überhaupt, einschätzen. Da würde mich mal die Meinung interessieren von echten Shiny-Jägern in den herkömmlichen Games, wenn die erfahren würden, what? Chance 1 zu 100? Und bei euch beschweren sich die Leute trotzdem, dass sie manchmal kein Shiny erhalten oder nur drei, oh, schade, ich habe diesmal nur zwei Shinies erhalten innerhalb von kürzester Zeit. Manche farmen dafür Tage, dass sie dann ihr gewünschtes Shiny, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ultra Shiny, was könnte das sein? Ich wollte es nur nebenbei erwähnen, denn das ging vor zwei Tagen groß durch die Pokémon Go, wollte ich jetzt sagen, durch die Pokémon-Landschaft. Aber dann haben ein paar Leute, wie zum Beispiel Joe Merrick, hier gesagt oder angemerkt, dass im Japanischen die Shinies eigentlich gar nicht Shiny heißen, sondern die Schrift dazu bedeutet übersetzt sozusagen eine verschiedene Farbe, eine andere Farbe. Also es muss nicht unbedingt etwas mit Shinies zu tun haben, wäre aber natürlich eine ziemlich krasse Sache. Dann ist die Chance auf ein Shiny 1 zu 4096 und die Chance auf ein Ultra Shiny, da rechnet man dann noch mal 16, Moment, was wäre das? Das wäre 1 zu 65.536, habe ich jetzt flott im Kopf ausgerechnet, natürlich nicht mit Taschenrechner. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Genau, das war die News, aber mehr dazu möchte ich gar nicht sagen. Wie gesagt, das sind so allgemeine Pokémon-News und nur mal erwähnen, dass man weiß, was in 20 Jahren auf uns zukommen könnte in Pokémon Go. Gut, und ich wollte jetzt noch was dazu sagen bezüglich der ganzen Spoofer-Thematik, weil eigentlich habe ich es nur erwähnt, aber mich gar nicht dazu geäußert. Der eine oder andere kennt eventuell meine Meinung dazu schon. Ich meine, ich weiß nicht, ich irgendwie, da ging es gerade drunter und drüber in den letzten Tagen. Verständlich, angenommen mein Account wäre gebannt, dann, naja, wäre das auch Thema Nummer 1, welches mich beschäftigen würde. Und einige Let's Player, englischsprachige, die haben dann irgendwie argumentiert mit Spoofern und dies und das. Und ich habe das so gelesen und dachte mir nur, beruhigt euch, was ist los? Also ich, mein Standpunkt ist, ich zock so, wie ich möchte. Alles andere ist mir egal. Mir ist egal, wenn jemand Millionen an EP pro Tag macht, indem er mit dem Auto 100 Raids pro Tag besucht. Mir ist egal, wenn jemand mit 5 Handys rumläuft, dann die Raids alle solo machen kann oder mit 5 Handys rumläuft und dann gleichzeitig in der Arena kämpft. Ich weiß zwar, was erlaubt ist und was nicht und halte mich an die Regeln, weil vor allem, wenn man Videos macht, dann, naja, würde ich jetzt ein Videoprojekt starten, was mich extrem reizen würde, einfach mal so eine Woche lang einen neuen Account spielen, ohne Geld auszugeben. Wie könnte man da vorankommen, in Wien zum Beispiel, aber man darf eben nur einen Account besitzen. Würde ich aber jetzt zu jemandem hingehen, der 2 Handys hat oder sogar 10, was jetzt gar nicht übertrieben ist. Ich meine, in Wien, da gibt es einen, der hat so immer 8, je nachdem wie der gelaunt ist, und würde ich zu dem hingehen und irgendwas sagen? Nein, warum? Also ist mir egal, der weiß schon, was er macht, und genauso beeinflusst es mich im Prinzip ja nicht negativ, wenn jetzt jemand mit einem Joystick zu Hause rumsitzt und da so rumläuft. Während ich hier gerade, ich weiß nicht, 25 Grad in der Sonne die Arena antippe, dann im Schweizer Garten ein paar Runden laufe, währenddessen die Arena einnehme, angreife. Da hat jemand richtig häufig mit goldener Himbeere dagegen gefüttert. Vielen Dank dafür, weil ich will die alle auf Gold machen und dann, wenn jemand sogar freiwillig die Pokémon immer hochfüttert, ist das natürlich eine feine Sache. Jeder muss wissen, wie er ein Spiel erlebt. Und für mich wäre es, dass selbst wenn Niantic jetzt sagen würde, hier, ihr dürft alle zum Beispiel von zu Hause aus spielen und indem man irgendeinen Pokéstop antippt, teleportiert man sich dorthin. Abgesehen davon, dass alle Leute, die das mal gemacht haben, jetzt sowieso durch die Bank gesperrt sind. Also da soll es wohl wirklich fast jeden getroffen haben, was ich so mitbekomme.
das würde mir keinen Spaß bereiten. Da würde ich lieber irgendein herkömmliches Pokémon-Videospiel zocken, aber kein Game, wo es eben genau darum geht, in der echten Welt rumzulaufen, um irgendwas zu fangen. Ich meine, Ronaldo hätte vielleicht auch nicht so viel Spaß daran, den ganzen Tag FIFA zu Hause zu zocken. Das würde ihm einfach nicht das Erlebnis geben. Also, keine Ahnung, welches er vielleicht im echten Leben hat. Das war jetzt ein ganz doofer Vergleich. Aber unterm Strich, weil ich auch ein paar Mal dazu gefragt wurde, macht, was ihr wollt. Ich finde, ich sollte niemand sein, der irgendwie sagt, oh, du bist aber ein böser Junge und das darf man nicht. In der Vergangenheit, in jedem Online-Spiel gibt es irgendwelche Bugs. Und ich weiß noch, vor Jahren, das war in meiner Anfangszeit, da gab es einen Shooter. Da gab es den sogenannten Nachladebug. Ich bin mir sicher, ein paar Zuseher werden sich noch daran erinnern können. Und das war einfach ein Spielfehler. Den konnte man ausnutzen. Und dann hat man schneller seine Waffe nachgeladen. Und am Anfang hat mich das irgendwie tierisch aufgeregt. Und ich habe jeden, wie sagt man, gecallt, der das gemacht hat. Und oh, du, warum machst du das? Aber im Prinzip, am Ende des Tages, es liegt nicht in meiner Hand. Und wenn die Leute meinen, ja, sie spielen so, dann spielen sie so. Und im Prinzip liegt es an der Spielfirma, da was dagegen zu unternehmen. Ich versuche zwar trotzdem irgendwie ein gutes Vorbild zu sein, täglich viel rumzulaufen und ja, genau. Egal, das war so, was labere ich eigentlich? Es ist Wochenende. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt alle raus, genießen das schöne Wetter und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Es geht einfach nicht so weiter.